Hallo! Hallo! Nein! Was war das denn? Weiß ich auch nicht. Ich will jetzt hier, bleib jetzt stehen. Das Pony hat ein bisschen, nicht mein Fuß, hat ein bisschen, nein, oh. Moin. Jetzt krieg ich doch gleich einen nassen Hintern. Ja. Das Pony hat heute sehr viel Energie, wie man sieht. Ja. Vorsicht, der wälzt dich um. Nö. Stehst du bitte auf. Wir reiten jetzt. Das nennt man Arbeitsverweigerung. Ich finde, das ist in Ordnung. Ich fühle mich so verarscht manchmal von dem. Das ist auch seine Absicht. Meine meistens auch übrigens. Kannst du aufstehen, bitte? Das hochschieben. Schieben klappt bestimmt. Ah. Oh nein. Und Sitzfläche, was meinst du? Oh, geht aber. Was ist denn das? Das kann doch nicht sein. Ernsthaft, der sah bis gerade so schön aus. Aber das ist nicht nass. Dreckige Pferde sind glückliche Pferde. Ist offensichtlich so. Mann, der ist so drüber. Er ist so drüber. Ah, ich weiß doch gar nicht, wie ich da drauf komme, weil Mr. Unerzogen hier gerade vollkommen hochspult und sich jetzt wieder schon wieder. Mann! Wir werden jetzt den Halsring wieder ummachen. Mach da wenigstens den Sicherheitsfaden drum, ja. Nee, jetzt hör doch auf der Hand. Ich will nach Hause. Nee, wir reiten jetzt. Wir sind jetzt hier hingefahren, jetzt wird auch geritten. Los geht's. Ich möchte reiten. Können wir das bitte tun? Jetzt setz dich da drauf schnell. Ja, ich komme ja schnell. Warte, hast du das in der Hand? Ja, hab ich. Ich versuch's. Du schaffst es schon. Der legt sich einfach so. Nein, geh jetzt, mach jetzt, quatsch nicht so viel. Ja, der steht doch nicht. Weh. Oh. Geht doch. Oh. Mein Gott. Lass mich doch mal eben in Position hier. Meine Güte, gut, dass ich warm geführt habe bei seinen Special Effects hier schon wieder. Lieben wir. Ich will nach Hause. Nee. Ich will gar nicht reiten. Du wolltest hier reiten und wir reiten jetzt. Come on. Du wirst auch heute noch runterfallen. Ich habe mir den Halsring ins Gesicht gehauen. Gut, dass ich den Helm auf hatte. Was ist denn mit dir? Mein Pony ist übrigens kein Steiger. Der steigt nie. Lass mich das doch wenigstens mal von der Seite filmen. Woher ist diese Idee? Nein. Ja, wir nehmen hier mal. Das wird das Thumbnail. Hier kommt jetzt die Schrift hin. Ja. Top. Das bist du selber schuld, dass ich jetzt ungelenkig hier wieder drauf hopse. Lass das. Das ist der Vorteil an Bay im Vergleich zu Joey. Das Video ist gleich um und du hast noch nichts gemacht. Ja, ich. Oh, warte, wenn du erst weggehst, dann kann ich losreiten. Ja, dann verifizieren wir diese Annahme mal. Aha. Hey, ich huste doch mal eben. Ah. Ich will das ja alles nicht. Hör auf jetzt. Meine Güte. Oh. Das ist doch nicht sein Kackernst. Das ist neu. Ihr seid live dabei. Warum habe ich die Gerte jetzt? Kann mir das hier einer erklären? Ich hasse ihn. Wieso steigst du hier? Nein! Ich lasse ihn jetzt zwei Runden an der Hand haben. Mach jetzt vorwärts. Du kannst auch Zirkustricks oder so mit ihm machen. Nee, ich mache jetzt keine. Warte, ich heb die Gerte auf. So. Brauchst du die Gerte? Hä? Nee. Ich möchte nicht, dass er jetzt aus Versehen steigen mit. Na, ausweichen. Ausweichen. Nee. Zapp, rüber. So. Okay. Nee,
nächster Versuch. Ich drehe durch hier mit diesem Tier. Stopp. Und jetzt geht's besser? Bestimmt. Ja. Aber warte, du musst erst weg. Du darfst nicht rückwärts gehen. Wie soll ich denn seitwärts gehen oder was? Da stehen bleiben. Perfekt. Gut. Das hat der noch nie gemacht. Das ist komplett neu. Premiere. Und mit was für einer Konsequenz? Soll ich vielleicht Nein, hier... Nein, nicht laufen. Hast du Ja. Herzlich willkommen bei dem unerzogensten Pferd der Welt. Juri, jetzt renn doch nicht. Soll ich jetzt irgendwas noch machen? Zapp, komm jetzt. Ich versuche jetzt zu reiten. Oh Mann, ey. Herrlich. Okay, ich trabe jetzt auch. Er ist ja warm. Ja. So. Jawohl. Aha. Na, na, na. Ich merke, was du denkst. Okay, wir haben es jetzt, glaube ich, wieder. Ja, seid ihr jetzt... Okay, ich bleibe hier stehen. So, jawohl. So, ich reite jetzt mal ein paar Kringel. Ja, reite mal ein paar Kringel. Mir gefällt er linke Hand sehr gut. Da ist er schon, wenn er nicht gerade zurückkommt. Ah, Schnauben ist okay. So. Ich will erst mal wieder Luft kriegen hier. Du bist zu tief. So, linke Hand gefällt mir nämlich schon ganz gut, weil er da mittlerweile relativ weich an die Hilfe kommt. Ja. Rechte Hand. Nicht so. So. Doch. Wird's besser. Gut. Aber es ist halt noch schwierig. Okay. Er bewegt sich halt nicht. Er kommt manchmal kurz in Stellung. Und wenn er sich den Moment sieht, galoppiert er schon. So. So. Und da kriege ich ihn natürlich am besten gelöst, wenn ich viele Wendungen reite. Weil wenn ich ihn zu lange auf der Hand ärgere, habe ich dadurch nichts gewonnen. Ich brauche die Gerte. Ja. Ich komme. Aber das ist der Unterschied zwischen Bay und Joey. Bei Bay bleibe ich vom anderen Lean-Level einfach komplett entspannt. Ja. Ich finde es lustig, dass er einfach spinnt. Ey. Aber es ist nicht so, dass man irgendwie, weiß ich nicht, sich hochgradig unwohl fühlt. So bei Joe ist es halt, oh. Okay, wenn du einmal hinter uns gehst. Ja, dafür muss ich mich nur bewegen, ja. Ne? Und dann reite ich weg, weil... Provozieren müssen wir es ja nicht, weil gerade ist ja sein Punkt, dass er vor allen Dingen nicht von dir weggeht, weil er sich in der Bodenarbeit andockt. Ja. Das hat gar keinen Sinn gemacht, weil er mit dir vom Boden eigentlich nicht viel zu tun hat. Hä, wir sind verbunden? Okay. Die Verbindung. So. Und an. Wir gucken mal, ob wir morgen vielleicht gezielt einmal mit ihm mit weniger Energielevel dran arbeiten, dass ich gezielt ein paar Mal von dir wegreite. Ja. Können wir dann eigentlich auch schön videotechnisch festhalten. Ja, klar. Wenn schon im Video das erste Mal dieses Problem auftaucht, dann können wir es auch mit euch zusammen beheben. Aufarbeiten. Schön. Ja. Der ist aber auch an. Meine Güte!
dagegen. Brav. Nee, nicht zu tief abtauchen. So. Gut. So. Möchte ich Ihnen einen Moment gut haben und dann reicht mir das. Ja. So, am besten aber auf der anderen Hand. Ja, dann mach mal. Da möchte ich nämlich gern doppelt bestätigen, indem ich dann absteige. Sehr gut. Andere Hand. Wunderbar. Wunderbar. Ja, du bist ja auf dem Hinterbein. Ich weiß es. Oh. Top. Ich komme jetzt zu dir, ja? Jetzt ist alles egal, jetzt ist es nicht mehr drauf. Das ist ein Stinktier. Ja, bin ich viel geritten. Das ist wie eine Theke, das Pferd, ne? Ja, ne, ist geil. Bin ich trotzdem voll aus der Puste. Ja. Ja. Ja, nicht immer läuft so, wie es geplant war. Aber für mehr Realität im Reitsport. Es gibt auch diese Tage. Und ich denke, das hat auch jetzt trotzdem extrem gut geklappt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, ein Abo und eine aktivierte Glocke da. Und denkt immer dran, jeder Tag, an dem ihr noch fährt, riecht es sein. Guter Tag! Spinnewip. Was? 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 Lass mich meinem Pferd Spitznamen geben, so wie ich das okay möchte. Okay. Ja, ja. Gut. Das war's zwar mit dem heutigen Video, aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier bei Joey oder auch hier bei Duke. Also ich glaube, ich würde bei Joey klicken. Nee, doch bei Duke. Oder doch bei Joey. Oder erst bei Duke und dann bei Joey. Ich glaube, das klingt nach einem Plan.